Willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Wir spielen K-Craft. Minecraft Create hat anscheinend deutlich an Interesse verloren. Und daher dachte ich mir, wir starten ein neues Projekt. Wenn ihr aber Create weitersehen möchtet, einfach in die Kommentare schreiben. Die Daten sind alle da, es ist nichts verloren. Aber ihr müsst verstehen, wenn kaum bis keine Aufrufe auf diese Videos kommen. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Creator ist scheiße. Man sieht aber auch deutlich, dass die Zuschauer deutlich an Interesse verloren haben an dem Projekt. Und daher, falls ich das falsch einschätze, einfach in die Kommentare schreiben. Dann verfolgen wir das weiter. Aber ich stelle euch heute mal K-Craft vor. K-Craft ist ein Modpack, das weniger bekannt ist. Deutlich unter 500 Downloads. Aber ich habe mal kurz reingeguckt. Ich finde es auf den ersten Blick ganz nice. Deswegen dachte ich mir, okay, gucken wir uns an. Und ja, wir sind in einer neuen Welt. Haben ein richtig schönes Fenster oder Startplattform bekommen und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal schnell runter. Das Ding hat über 300 Mods, schon ein paar schöne Sachen dabei. Version 1.19.2. Der Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung, falls euch das Modpack interessiert. Ich muss aber sagen, es ist ein Leistungsfresser. Also, ich habe es zum ersten Mal gestartet hier auf dem PC. Ja, schluckt schon einiges an RAM. Ich behaupte einfach mal, dass ich jetzt nicht den schlechtesten PC habe. So, ja, wir haben hier wieder ein schönes Questbuch. Da gucken wir jetzt gleich mal rein. Und sagen hier, danke für den Download. Gerne. Und dafür gibt es gleich mal schöne Sachen. Ein Standard Rivers Packpack, ein bisschen Sandwiches, Torches, ganz wichtig. Und natürlich das Questbuch. Super Sache. Ja, wir haben hier einiges zu tun. Klassisch Vanilla-Starts, ne? Hol die Ressourcen, mach dein Zeug. Bis hin zu, guck mal, ich kann fliegen. Dann gibt es hier ganz viele Bosse. Natürlich auch der Warden mit am Start. Und Gadgets und so weiter sind auch mit dabei. Keine Ahnung, was das für Effekte sind, aber sowas wie Magneten und so weiter sind, glaube ich, selbsterklärend. Und wir haben hier natürlich noch andere Sachen wie Beneath the Dark, Better Chests, Better Enchanting, Better Furnaces und so weiter. Super, super Sachen. Take a Flight, Jetpacks sind auch mit am Start. Mega. X-Ray-Hacks finde ich jetzt kein Fan von, aber wir gucken uns mal an, was das da für Nutzen hat. Teleport Waystones, immer super. Twilight Forest, muss ich persönlich sagen, noch nie gespielt, gesehen ja, aber gut, wir werden es uns angucken und schauen einfach mal, was da alles bei rumkommt. Ja, gut, dann haben wir das da. Da sind noch Runic Grimoires, also wir haben hier Rune Etching, Shielding, Slow, Stone Skins, Swiftness, alles Mögliche hier am Start. Müssen wir uns mal so langsam reinfuchsen. Weapon-Varianten, also wir haben hier Chakrams, wir haben Great Axe, wir haben Longsword, wir haben Scythe, Great Hammer. Alles schöne Sachen dabei. Wird auf jeden Fall deutlich interessanter. Und Biomepediger, Biome. Allium Fields, also alles wird schön erklärt, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Aspen Forest, da müssten wir, glaube ich, gerade sein, oder sind wir ein Atemlock Tiger? I don't know. Wir gucken mal einfach mal. Wir schauen uns das alles an. Es sind auf jeden Fall sehr viele Biome dabei. Finde ich super, finde ich nice. Und dann haben wir auch noch Blockvariation ohne Ende. Also, wenn wir kreativ sein möchten, können wir das sein. Das gucken wir uns aber alles im Laufe des Spiels an. Ich glaube, am Anfang ist es einfach zu viel. So, dann hauen wir uns den Rucksack drauf. Ganz wichtig.
Und ich würde sagen, wir starten einfach mal klassisch und machen jetzt erstmal eine Workbench. Beziehungsweise bräuchten wir eigentlich gar nicht, ne? Weil wir haben ja einen Rucksack. Wir holen uns jetzt erstmal noch ein bisschen Holz. Ganz wichtig. Und dann ist unser erstes Ziel natürlich Erze. Ganz klar. Eisen und so weiter. Also wir starten ganz Vanilla und schauen uns dann gleich natürlich um, ob wir irgendwas Nices, Geiles finden. Schon wieder 1000 neue Sachen bekommen. Immer wieder interessant. Aber hier gibt es Pfirsich, so wie es ausschaut. Es sind einige Modpacks dabei, die ich selber auch nicht kenne. Deswegen einfach mal überraschen lassen, würde ich sagen. Aber Aprikose, okay, also Aprikose. Egal. Aprikose ist auch nahrhaft. Ein paar Vitamine sind nie verkehrt. Mystical Light, Grey Flower. Okay. So, ich würde sagen. Perfekt. Da können wir uns auf jeden Fall gleich mal ein bisschen Stein rausklopfen. Ja. Ich muss sagen, Minecraft mit jemand zu spielen ist natürlich auch schwierig. Oder ist irgendwie schwieriger geworden, finde ich. Weil viele Leute, wenn man fragt, sagen, nee, du, ich habe leider keine Zeit. Oder, was auch immer da immer die Beweggründe sind. Ich würde gerne mal wieder so ein richtig schönes Projekt mit jemandem oder vielleicht auch mit mehreren zusammen spielen. Ich weiß es nur nicht, ob das Interesse irgendwie so da ist. Deswegen meine Frage an euch. Vielleicht seid ihr auch irgendwie auf YouTube oder Twitch unterwegs. Habt ihr überhaupt Interesse an solchen Projekten? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass so Gemeinschaftsprojekte immer schwieriger sind und werden. Von daher, ja, ich bin ehrlich gesagt auf der Suche. Ich würde gerne mit jemandem zusammen so ein richtig geiles Projekt oder auch, wie gesagt, auch mit mehreren, eine kleine Gruppe. Je größer die Gruppe, umso schwieriger ist es einfach so. Durchstarten. Es wäre einfach nice, würde mir gefallen. Und ja, daher, wenn du Interesse hast, einfach mal in die Kommentare schreiben. Solltest du, wie gesagt, YouTube oder Twitch-mäßig unterwegs sein, gerne auch mich einfach anschreiben. Dann können wir uns mal unterhalten, wenn das alles zusammenpasst. Dann bin ich der Letzte, der sagt, hey, machen wir kein Projekt zusammen. Na, aber, natürlich muss die Harmonie auch irgendwo da sein, muss ich irgendwie, wäre es so schön, man muss sich riechen können. Ja. Warum ist da jetzt ein Item Shelf drauf, wenn ich es im Inventar habe? Muss ich nicht verstehen. Ich hinterfrage es nicht. Wir gehen jetzt einfach mal tiefer. Und gönnen uns ein paar Erze. Tin ist auf jeden Fall mit am Start. Das heißt, wir müssten auch die ganzen anderen klassischen Sachen haben. Create ist mit dabei. Habe ich beim Download gesehen. Dann mal kurz reinschnuppern. 237 Blöcke. Weiß gar nicht, ist Mechanism dabei? Mechanism ist nicht, aber Industrial war es, glaube ich. Nee. Industrial war irgendwie. Industrial Revolution ist auf jeden Fall dabei. Okay. Jump Boost Module. Das sind auf jeden Fall einige Sachen dabei. Create müsste auch, wie gesagt, dabei sein. Hier, Elektromaschinen, Copper Wires, der Klassiker. Also da sind schöne Sachen mit am Start, deswegen nehme auch das Andesite gleich mit. Komme ich auf jeden Fall auf den Warden. Warden, muss ich sagen, habe ich in meiner ganzen Minecraft-Zeit bis jetzt echt noch nie bekämpft. Von daher, viel gesehen, viele Videos vor allem auch dazu gesehen, wie man sich zu verhalten hat, etc. Blablabla. Aber oh, Silber.
Ja, wir bräuchten natürlich jetzt ein bisschen Eisen, um daran zu kommen. Und dafür sind wir ja gerade hier unterwegs. Aber wir sind ja schon auf 31. So, jetzt machen wir trotzdem mal schnell hier. Alter. Also die Ambience sind schon krass. Controls. Backpack Inventory. Dann. Jetzt muss es gehen. Danke. Okay, was das Item Shelf macht, ich habe keine Ahnung. I don't know, ganz ehrlich. So, das haben wir jetzt mal schnell da rein. Und dann machen wir uns gleich mal noch mal ein paar Spitzhacken. So. Gut. Endlich haben wir es geschafft. Die Keybinds sind immer äußerst interessant. Und da ist Eisen. Nice, endlich. So, machen wir gleich mal Ultimine. Ultimine macht halt mega Spaß. Das Einzige an Ultimine ist, es geht halt echt erstens auf die Haltbarkeit maximal und dein Hunger kann halt wirklich drastisch drunter leiden. Aber du kannst halt auch schnell vorwärts kommen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Mir macht es persönlich sehr Spaß. Wer Feed Beast Academy verfolgt hat auf Twitch. 1.16er Version. Wenn wir auch noch weiter verfolgen. Soapstone. Oh, the biomes, here go. Okay. Interessant. Ruby. Ruby. Aha. Ruby an der Oberwelt? Ja, wir haben auch Better End und so weiter mit dabei. Also sind ein paar schöne Sachen dabei. Deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert. Machen wir uns gleich mal eine Eisenpike. Da können wir die ganzen anderen Ores gleich mitnehmen. Backpack. Ich liebe Backpack, muss ich ehrlich gestehen. Weil du hast halt einfach schöner die Möglichkeiten, Sachen zu transportieren, deutlich mehr zum Tragen. Und von daher ist es deutlich, deutlich angenehmer. So. Perfekt. Dann, wenn es hier Ruby gibt, ne? Tech Reborn, okay. Also nicht das Ruby aus Better End. Beziehungsweise bei der Nether. Aber vielleicht hat es die gleiche Funktion. Keine Ahnung. Finden wir raus. Ja. Für dich natürlich auch gerne die Aufgabe, wenn du sagst, hey, finde ich interessant das Ding. Oder du spielst es vielleicht sogar selber. Ja, gerne mal deine Meinung dazu. Also ich finde es immer schade, dass manche Modpacks ein bisschen schlechter wegkommen. Wenn sie doch vielleicht gut programmiert sind. Also da müssen wir natürlich jetzt reingucken, aber Quests finde ich auf jeden Fall sehr schön. Der Baum könnte vielleicht ein bisschen strukturierter sein. Wir sind halt trotzdem irgendwo sehr frei. Was natürlich angenehm ist, dass du die freie Wahl hast, irgendwie das zu tun, was du tust. Aber okay. Ach, es ist Basalt. Amethyst, wir haben ein Ding gefunden. Okay, nice. Nehmen wir natürlich an. Bin ich jetzt nicht böse. Wer von euch ist ausgewachsen? Amethyst-Shards sind immer schön. Kann man auf jeden Fall echt gebrauchen. Auch für Mob-Farms immer sehr schön. Dadurch, dass du Tinted Glass hast. Von daher nehmen wir mit. Nehmen wir einfach mal so mit. So, ich hätte jetzt aber trotzdem gerne ein bisschen Eisen.
Viel mehr Eisen. Wir sind auf Höhe 15, da müssten wir auf jeden Fall einiges finden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verteilung hier ist. Aber normalerweise auf der Höhe ist Eisen sehr angesiedelt. Also Höhe 15, Höhe 16 kriegst du eigentlich im Normalfall immer genug an Mats, dass du genug Eisen mitnehmen kannst. Natürlich auch gleich dann runter und schauen, dass wir Richtung Tier gehen, aber I don't know. So, lass mal gucken. Was sagt das Questbuch? The beginning. Collect yourself 8 logs in any wood. Ah, okay, wir müssen noch ein paar von denen machen. Dann kriegen wir das. Okay, machen wir gleich mal. Machen wir gleich mal. So. Jetzt hat das gezählt. Gut. Danke für die Stöcke. Danke fürs Essen. Wurden picken. Habe ich gemacht. Machen wir nochmal gemacht. Wird einfach im Ofen verbrannt. XP-Levels nehmen wir immer gerne. So. Ah, wir brauchen eine Stone. Gut. Und eine Stone Shovel. Immer ins Inventar legen. Sonst zählt es nicht. Ganz komisch. Das könnte man vielleicht mal irgendwann ändern, aber. So, nehmen wir auch gleich mit. So, noch mehr XP. Nehmen wir alles mit. 16 Iron. Okay. Ein Looter. Block of Iron. Ah, okay. Mit der Wahrscheinlichkeit von was auch immer kriegen wir irgendwas. Alles klar. Finde ich schon mal nice. Finde ich absolut nice. Und dann brauchen wir natürlich Gold. Looking to trade. 6 Emeralds. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Da sind wir ja gerade dran. Da sind wir absolut dran. Wir haben ja schon einiges gefunden. Apropos, wir haben ja jetzt eine Schaufel. Perfekt. So, und stopfen uns natürlich wieder unser Inventar voll. Was ich jetzt natürlich nicht so geil finde irgendwie, aber. Oh, Zink. Nice. Brauchen wir natürlich auch. Dann machen wir einfach mal. Schönes Strip Mining, oder? Was war das? Raw Silver. Also so langsam müsste ich doch eigentlich die Aufgabe hier haben, oder? Ah, ich muss sie brennen noch. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, aber dafür müssen wir zurück zu unserem Ofen. Ich könnte natürlich jetzt noch einen zweiten aufbauen, aber nö, bin faul. Laufen ist gesund, habe ich gehört. Wird immer behauptet. Und daher machen wir es einfach. So und so. Wir müssen noch ein bisschen Kohle ein bisschen zurückhaltend sein. So viel haben wir noch nicht. Lass mal gucken. Gibt es da irgendwelche Hinweise auf welche Höhe? Nein. Aber normalerweise müssen wir dann noch ein bisschen tiefer graben. Und dann, was ist das? Enough to make a portal and enchant some tools. Okay, also Obsidian, klar. Visit another. Heat collector. Collect enough skulls to spawn a wither. Find another fortress. Ja, gut, das ist der Standardprozedere. You beat the Vanilla Edition of Minecraft. Congratulations, but there's plenty more to go. Plenty. Ja gut. Leichter Rechtschreibfehler. Egal. Nicht so schlimm. Compact Storage, Tom Storage. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Schönes Ding. Schönes Ding. Also wenn wir uns dann irgendwann niedergelassen haben, ist das auf jeden Fall, sage ich mal, ein sehr schönes System, um schnell
ein gutes Projekt oder ich sage mal ein Item-Verwaltungssystem aufzubauen. So eine Art Holz-ME-System. Nur, dass es halt quasi auf ganz viele Chests zugreift. Und somit eigentlich keine Elektrizität in dem Sinne braucht. Was natürlich super ist. So, jetzt müssen wir mal so langsam mal durch sein. Weil wir haben hier schon ein paar gebraten. Ah, jetzt sind wir durch. So. Und ein Loot Reward. Ich krieg. Wow. Ich hab Kupfer bekommen. Nice. Aber zumindest haben wir schon echt einiges eingesammelt hier. So, theoretisch könnten wir eigentlich losstürmen und uns eigentlich ein Zuhause suchen. Wir haben eine relativ gute Anzahl an Eisen. Wir bräuchten natürlich eigentlich noch eine Rüstung. Aber theoretisch können wir uns auch eine Eisenrüstung machen. Oder wir holen uns noch ein bisschen mehr Eisen. Das machen wir jetzt. Also brauchst du eine Rüstung, brauchst du 24. Also das sollte abgedeckt sein, finde ich. Und das haben wir jetzt dann eigentlich. Wir haben hier 4 noch. Und 18 haben wir. Wir sind bei 22. Also noch eine, sagen wir, größere Ader. Und wir können uns eine komplette Rüstung holen. Und dann wäre das nächste Ziel, wir suchen uns ein schönes Zuhause. So, full equipped. Wir haben noch 5 Eisen übrig und 7 haben wir 12. Das heißt, wir können noch eine Spitzhacke machen. Dann. Ich bin so frei. Brauche ich die Spitzhacke schnell auf. Okay. Und wir gönnen uns eine neue. Kupfer haben wir auf jeden Fall ohne Ende. Also Create ist kein Thema. Ich habe so viel Cobblestone, ich kann den Ofen da lassen. Und dann gehen wir mal wieder hier raus. Gut, ich muss hier irgendwie raus. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich abbiegen muss. Deswegen würde ich sagen, fürs Erste, für den ersten Eindruck. Ist es auf jeden Fall genug? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da werden wir uns dann ein schönes Zuhause suchen, uns niederlassen und wahrscheinlich dann direkt versuchen, Tom Storage anzufangen, je nachdem, was wir da an Items noch benötigen. I don't know. Lasst euch überraschen. Ja, wenn es dir gefallen hat, gerne kommentieren, gerne ein Like da lassen, gerne die Glocke spammen, damit du auch hier ständig neue Infos kriegst. Wir kriegen hier jede Woche Dienstag und Donnerstag neue Videos. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir was. Ciao, man sieht sich.